Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute geht es rund um die Schönheit. Es gibt ja viele Möglichkeiten, die Falten zu reduzieren oder vielleicht auch operativ. Oder vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit aus der Natur. Und diese spannenden Fragen möchte ich heute mit meinem Gast klären. Helena Paulus ist heute da, eine Expertin für die Haut und ich freue mich sehr. Hallo Helena. Hallo Corinna. Ja, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich auch. Ja, dieses Faltenthema oder dieses Schönheitsthema liegt natürlich uns Frauen doch sehr am Herzen. Ja, und es gibt einfach viele Dinge im oft Gesicht, wo man dann merkt, oh, die Lider fangen an zu hängen, das Kinn wird komisch, dann bekommt man Altersflecken, Falten, die Lippen werden runzeliger, Zornesfalten. Wie würdest du aus deiner Sicht dagegen vorgehen? Also zunächst mal ist das Faltengeschehen ein völlig normales und natürliches Geschehen. Es ist so, dass wir über die Jahre auf jeden Fall, wir haben verschiedene Arten von Falten. Wir haben die dynamischen Falten, die einfach kommen und sich wieder zurückbilden. Aus denen werden irgendwann die statischen Falten, weil wir oft unsere Mimik im so eben Zornesfalter und andere Falten eingesetzt haben. Und wir haben die UV-lichtbedingten Falten. Wir haben die bedingt durch schlechte Nahrung, durch Rauchen, durch Alkoholmissbrauch, durch zu viel Zucker in unserer Nahrung. Und es ist einfach so, natürlich ist die Hochzeit ein Innen und ein Außen. Aber wir begegnen jetzt, wir sind jetzt einfach bestrebt, jetzt das Hautorgan als solches zu betrachten und dem Hautorgan unmittelbar dienen zu sein. Und wenn ich meine Haut, eben, das ist wirklich wichtig zu verstehen, die ein Organ ist, wenn ich möchte, dass sie möglichst schön, möglichst porenfrei, dass die Kinnleiste nicht übermäßig absackt, dass sich keine übermäßigen Hungerfalten entstehen, ja, weil die meisten Falten, die wir heutzutage haben, optisch wahrnehmen, sind weniger die Mimikfalten als die Hungerfalten einer Haut. Die Haut ist unterernährt, sie ist toxisch belastet und das ist der erste Schritt. Wenn ich möchte, dass ich eine schöne Haut habe, dann muss ich Faktoren ausschalten, ja, dann muss ich der Haut eine Nahrung zukommen lassen, Pflege, also Kosmetik, dieses Wort dann auch verdient, Nahrung fürs Hautorgan, die auf diese Toxine radikal verzichtet oder auch Füllstoffe verzichtet, wie Glycerin, das ein Wassermagnet ist und meine Haut braucht Feuchtigkeit. Nur dann ist sie wie beim Baby, es ist prall, ja, weil es noch voller Feuchtigkeit ist. Ich darf nichts Abdichtendes auftragen, wie Erdöle und Silikonöle, die ein Standard in Kosmetik sind, ob teuer oder billig und wie genauso wie Glycerin, die Hauptstoffe einer Creme bilden und wo Wirkstoffe auch nicht wirklich mehr Gelegenheit haben, durchzudringen, wenn sie denn drin sind. Das ist mal das eine. Dann muss ich natürlich dafür aber einen adäquaten Ersatz bieten. Das heißt, ich brauche kaltgepresste Bio-Wirköle, kaltgepresst deswegen, weil ich kann auch in Biokosmetik, übrigens Bio-Naturkosmetik, kein geschützter Begriff. Es gibt aber zertifizierte Kosmetik. Da ist aber nicht verankert, dass diese Öle, die mal Bio waren, auch kaltgepresst zum Einsatz kommen, sondern die sind üblicherweise, gehen sie durch eine Entlecithinierung, durch Entschleimung, Bleichung, Desodorierung. Das passiert mit Phosphorsäure, mit Natronlauge. Von 90 bis 270 Grad werden sie behandelt, die sind tot. Auch diese Öle brauche ich nicht. Und das ist dann in der Naturkosmetik drin? In Natur- und Biokosmetik ist das Standard. Und man kann immer, sage ich mal, auch merken, selbst wenn mal kaltgepresst zum Einsatz kommt, ob es immer noch kaltgepresst ist. Ja? Denn kaltgepresste Öle haben Enzyme. Und Enzyme bauen zum Beispiel Duftstoffe ab. Wenn also meine Pflege nach 2 Jahren immer noch so riecht, wie da, wo ich sie gekauft habe, ganz klares Indiz, dass dieses Produkt im Nachgang nochmal gekocht wurde. Ja? Und dann ist es natürlich einfach nicht mehr gut. Es ist ja nicht mehr dienlich. Es hat ja nichts mehr. Es ist enzymfrei. Und wenn es dann aber, ja, also es hat einfach nichts mehr wirklich Wertvolles zu bieten. Auf diese Basis kommen dann Wirkstoffe und Nährstoffe, gute Stoffe, die der Haut dienen, die ihr helfen, ihre Prozesse zu vervollständigen. Und das kann man tun für ein gutes Geschehen. Wir haben auch viele Menschen, die uns etwas... Ja, ich würde jetzt gerade auch mal die Bilder zeigen, gell? Also was ich sehr beeindruckend fand bei dieser Dame hier, die Lippen. Das fand ich jetzt echt, weil das wird ja oft aufgespritzt. Ja, man kann sehen, so die gesamten, diese Nasolabial und die
Merkel-Falte und so. Und auch die, also mir fällt es, jeder weiß, was du meinst. Und auch so hier, also es ist wirklich schon klar, die Haut wurde genährt und das zeigt sich. Mhm. Ich finde die anderen auch sehr beeindruckend, wenn wir da mal durchgehen. Gerade, vielleicht wenn du es einfach in die Kamera hältst, ich kann was dazu sagen. Ja. Diese Dame zum Beispiel, das hat mich sehr beeindruckt. Das ist ein Prozess. Die Haut geht ja durch Zyklen von 28 Tagen. Das heißt, sie baut sich immer auf der Ebene auf, wo sie gerade war, nächste Stufe. Mhm. Und diese Dame ist jetzt schon um die 60 und da ist der Hautzyklus länger. Der kann bis zu 60 Tage dauern. Das heißt, es braucht ein bisschen länger. Sie hat jetzt 1,5 Jahre unsere Kosmetik genutzt und man könnte hier noch den Ansatz des Halses, den sie immer kaschiert hat, sehen, wie er schon straff ist. Auch die ganzen Augenfalten oder auch die Lider und speziell die Zornesfalte. Alles hat sich. Auch die Poren. Alles. Und die Haut strahlt. Die ist dann nicht mehr, die ist nicht im klassischen Sinne überlastet mit Toxinen. Auch diese Dame, wobei man mit Toxinen gar nicht sagen, die hat sehr viel Geld für Kosmetik ausgegeben, auch für Naturkosmetik und hat dann eben quasi sich für reines Essen für die Haut entschieden und konnte eben diese Prozesse, und das war so schön. Ich freue mich immer, wenn die Menschen uns das zur Verfügung stellen. Das sind immer WhatsApp-Bilder, die sie uns einfach unkompliziert zur Verfügung stellen. Und wir freuen uns immer sehr, weil wir sehen, was damit bewirkt wurde. Und gerade diese Dame hat auch gesagt, sie altert jetzt gerne. Sie hat sich vorher einfach nicht gemocht und sie altert jetzt gerne. Ja? Mhm. Und zwar, weil sie positiv altert, ja? Weil sie schön altert. Und Fakt ist auch, und es ist wichtig zu wissen, wenn man Prozesse umkehren kann, was ja toll ist, ja? Dass die Haut mit den Nährstoffen sich wieder aufbaut, das Kollagennetzwerk wieder herstellt, dass sich das aufbaut, wieder das gesamte Gefüge der Haut, dass man es von vornherein hätte sie gar nicht in dieses Geschehen kommen müssen. Mhm. Na, und das bedeutet, sie könnte von Haus aus schon so und besser vielleicht aussehen, weil auch, es gibt auch mit Sicherheit auf dem Weg zurück eine Grenze, ja. Und wenn man die vorher gar nicht erst überschreitet, dann sieht man einfach von vornherein schön und jugendlich aus. Ich hatte witzigerweise letzte Woche ein Gespräch mit einer promovierten Apothekerin. Ja. Die arbeitet im Labor und die machen Studien zum Thema Falten, Botox und solche Geschichten. Und wenn man diese Falten hat, dann kriegt die Psyche auch die Information, dass es einem schlecht geht. Ja. Und es gibt mittlerweile Möglichkeiten, da machen sie das jetzt halt in diesen Studien über Botox, diese Zornesfalte wegzuspritzen oder auch diese Merkelfalte. Und dadurch verändert sich auch die Psyche, weil man sich anders wahrnimmt. Ja. Und da arbeitet man ja jetzt mit einem Nervengift. Jetzt machst du das über eine Natur, also wirklich mit der reinen Nahrung für die Haut, sage ich jetzt mal. Und dann muss ich ja auch eindeutig die Psyche verbessern. Das sieht man dann auch immer an den Augen der Menschen. Ja, man die sieht strahlen einfach, dann. Genau. Hm. Und es ist so, ich meine, Botox ist ja etwas anderes als das, was Botox lähmt den Muskel. Auf den Muskel haben wir keine Einwirkungskraft. Aber durch das wiederholte Zusammen sind eben dann brechen da die Zellstränge und die Kollagenfasern. Und das können wir wieder ein ganz gutes Stück, also nicht wir, sondern die Haut. Die Haut tut das immer. Wenn sie gut ernährt wird, kann sich das wieder gut ausbauen. Wir können ja mal bei den nächsten noch schauen. Ja. Das sind auch schon, wenn man da einfach mal ein bisschen durchgeht, dass man da den Prozess beobachtet. Diese Dame. Am Kinn sieht man es hier schon ganz deutlich, gell? Ja, man sieht schon wesentlich feinporiger, wesentlich gleichmäßiger und dann geht es weiter. Oh, das finde ich auch ein sehr schönes Bild. Das ist tatsächlich, auch am Hals sieht man das gut. Ja? Das ist tatsächlich nochmal ein Stück weiter und dann können wir es nochmal. Oh ja. Und dann nochmal weiter, weil dann haben wir es gegeneinander gestellt. Ah. Ja, dass man es einfach mal sieht. Und nochmal eins, dann sieht man alle vier. Ach, dann machen wir das doch so. Genau. Perfekt. Und das ist ein Ergebnis von etwas mehr als 7 Monaten. Mhm. Und ich kann sagen, dass die Haut sich über die Zeit, selbst nach 2 Jahren merken wir noch Veränderungen. Die sind am Anfang wesentlich größer, werden dann mit der Zeit einfach, die Sprünge werden kleiner, aber es wird immer schöner und schöner. Ja. Und also ich bin sehr gespannt, wie lange, wir beobachten jetzt so lange, wie es uns gibt. Wir sind im 7. Jahr als Firma, beobachten wir immer noch Verbesserungen, auch bei den Menschen, die uns schon von Anfang an quasi nutzen. Ja, dann haben wir noch das Thema Augenlider. Ja. Das fand ich ja auch ganz toll, weil diese Operation ist ja auch
unangenehm, ja. Ja, also wenn das Augenlid mal wirklich schon sehr mit Fett gefüllt ist und dann auch schon sehr hängend ist, dann wird es eine natürliche Grenze geben. Wenn es aber so wie hier einfach schon hängt, aber ohne sehr viel Fett und sehr einfach schon ein Faltengeschehen sehr stark ist, da können wir noch unglaublich, also die Haut, immer die Haut kann da unglaublich andere, viel tun. Ja. Genau, ja. Da ist sie einmal gebräunt und einmal ungebräunt, aber man kann sehen, am Lid hat sich das locker minimiert und unten am Unterlid ganz genauso. Das Interessante ist, das hier ist auch nur 2 Monate. Ja? Und von Mensch zu Mensch ist das ganz unterschiedlich, wie schnell das geht, aber es geht, die Haut arbeitet ab dem Moment, wo sie Nährstoffe bekommt. Ja, ne? Super. Wichtig wäre mal, dass wir mal ein paar Prozesse beleuchten, die zum Beispiel zu einer Hautalterung führen. Mhm. Und ich habe da einen Film von unserer Doktor der Naturwissenschaften mitgebracht zu Glykation, zu der Verzuckerung der Haut. Und ich fände das super wichtig, dass wir uns jetzt mal anschauen und dann könnte ich noch etwas dazu sagen. Okay, super. Ja, liebe Zuschauer, dann schauen wir uns jetzt mal das Video an. Hallo liebe Zuschauer, ich bin Dr. Maus, promovierte Biologin und möchte heute mit Ihnen über die sogenannte Glykation sprechen und Ihnen aufzeigen, warum Zucker der Beauty-Killer Nummer 1 ist. Dass zu viel Zucker ungesund ist, das ist keine Frage. Doch wussten Sie, dass diese süße Köstlichkeit eine der Hauptursachen für Faltenentstehung ist? Schuld daran sind die AGEs. Und was es mit der Glykation, den AGEs und unserer Haut auf sich hat, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Bei der Glykation handelt es sich um einen biochemischen Prozess, bei dem Zuckermoleküle unkontrolliert mit Proteinen reagieren und an sie binden. Die dabei entstandenen Zuckerproteinverbindungen werden Advanced Glycation End Products genannt, abgekürzt auch AGEs. Ja, und die AGEs, die können exo- oder auch endogen, also außerhalb oder innerhalb des Körpers entstehen. Außerhalb des Körpers entstehen sie beim Zubereiten von Lebensmitteln mit hohen Temperaturen, so beispielsweise beim Toasten von Brot oder beim Braten und beim Frittieren. Ja, und die typischen Braunfärbungen, das sind dann die AGEs, die dann schließlich über die Nahrung in unseren Körper gelangen. Doch auch innerhalb unseres Körpers können sie entstehen. Vor allem dann, wenn wir häufig übermäßig viel Zucker konsumieren. Und Achtung, dazu zählen auch die gesunden Zucker bzw. Kohlenhydrate, wie beispielsweise Obst, Kartoffeln, Nudeln oder Brot. Über die Blutgefäße gelangen die vielen Zuckermoleküle dann schließlich in unsere Gewebe, so auch in unser Hautgewebe. Dort binden sie dann unkontrolliert an verschiedene Proteine, speziell an Kollagen und Elastin in unserer Lederhaut. Ja, und Kollagen ist das wichtigste Strukturprotein unserer Haut, da es ihre Elastizität und Flexibilität bestimmt und erhält. Das bedeutet, je mehr Zucker im Körper vorhanden ist, umso stärker verkleben und versteifen die Kollagen und auch die Elastinfasern und verlieren somit selbst an Elastizität und Flexibilität. Als Folge verliert die Haut an Spannkraft und die vorzeitige Faltenbildung ist induziert. Kollagen ist außerdem das am häufigsten im menschlichen Körper vorkommende Protein und ist somit nicht nur wichtiger Bestandteil unserer Haut, sondern auch von Sehnen, Bändern, Knochen, Knorpeln und Zähnen. Demnach sind nicht nur unsere Haut, sondern auch viele weitere Gewebe auf die Integrität der Kollagenfasern angewiesen. Um Ihre Haut möglichst lange jung und faltenfrei zu halten, mag eine bewusste Reduktion von Zucker in der Ernährung sicherlich die beste Lösung gegen Glykation, AGEs und deren Folgen sein. Aber auch die richtige Hautpflege ist für ein schönes und strahlendes Hautbild essentiell. Als kleiner Tipp, eine Pflege mit bioverfügbarem Zink hat sich gut bewährt, der Verzuckerung der Haut entgegenzuwirken. In diesem Sinne, alles Liebe, Ihre Dr. Maus. Ja, das ist ja jetzt auch interessant, gell, mit dem, erklär mal, was da jetzt genau passiert. Ja, also wie sie es schon gesagt hat, es reagieren, wir nehmen über die Nahrung Zucker auf, entweder sofort raffinierten Zucker, also auch den Haushaltszucker in
1000, also es ist ja ist heutzutage schwer, etwas ohne Zucker zu finden, aber auch natürlich Kohlenhydrate, die zu Zucker verstoffwechselt werden, die wir andererseits aber auch wiederum brauchen. Wir wissen das zum Beispiel in Kartoffeln, wenn man Kartoffeln konsumiert, dass da bestimmte Hormone besser gebildet werden. Also ist es sinnhaftig, sich nicht komplett dessen zu entledigen, bloß weil man jetzt eben auch altern würde, denn es gibt ja Gegenmaßnahmen. Und diese Zuckermoleküle binden halt an unsere Eiweißmoleküle und Kollagen besteht eben aus Eiweiß. Dann wird es starr, wird fest und es bricht. Und das sieht man als eine Falte. Und es gibt bestimmte Stoffe, zum Beispiel ist Zink ein sehr guter Stoff, der dem entgegenwirkt. Auf der Haut ist er einfach, er bildet eben, hilft eben Kollagen zu bilden. Es muss natürlich ein bioverfügbarer Zink sein. Ja, also ich wollte gerade sagen, gell, man darf es jetzt nicht pauschalisieren bei dem Zink. Nein. Also da bioverfügbares Zink. Genau, zum Beispiel wir setzen es aus dem Halsstein ein, dem Smithsonit, und der ist dann zu 100% bioverfügbar. Und er hilft eben er hilft aktiv dieser Verzuckerung entgegen. Er ist auch an über 200 Prozessen der Enzyme, aktiviert über 200 Enzyme im Körper und auch in der Haut. Das ist zum Beispiel ein super Hilfsmittel gegen diese Verzuckerung. Dann gibt es zum Beispiel auch Aminosäuren, die da unglaublich gut helfen auf anderen Gebieten der Alterung. Das ist auch ganz spannend. Aminosäuren helfen der Haut, ihre hauteigenen Endorphine besonders gut zu bilden, dass wir auch eben unser Wohlbefinden steigern. Ah. Und also es gibt jeder Stoff, wenn er in der richtigen Einsatzkonzentration daherkommt, ist grundprinzipiell und der nicht auf negativen Stoffen aufbaut, jeder Nährstoff ist erstmal ein Plus. Ja, Paracelsus hat ja schon gesagt, die Dosis macht das Gift. Ja. Das heißt, es ist entscheidend, dass ich es in einer guten Dosierung der Haut anbiete. Ich habe es ja schon mal erklärt, zum Beispiel Hyaluronsäure, die ja wichtig ist, weil wir die ja auch mit der Zeit abbauen in unserem Körper und die ja überall vorkommt, in den Gelenken, in der Haut eben, die ist ja sowieso Teil der Bindemittel zwischen den Kollagen- und Elastinfasern. Mhm. Und die bauen wir eben auch ab, aber körpereigene Stoffe, wenn wir sie von außen zufügen und wenn wir ein zu viel zufügen, müssen wieder abgebaut werden. Der Körper erkennt das und sagt, hey, zu viel, ich kann damit nichts anfangen, schüttet das Enzym Hyaluronidase aus und das baut so lange die Hyaluronsäure, die zugeführte Hyaluronsäure ab, bis ein Mangel entsteht. Denn der Körper kann wie bei Insulin auch nur Plus oder gegen regulieren. Also er ist immer in Regulationsmechanismen begriffen. Man muss also wissen, wann ist eine Kosmetik gut? Das weiß man aber nur, wenn man sich wirklich super gut auskennt. Ja. Wann sind welche Stoffe gut und in welche Dosierung? Das wird ja auch keiner verraten, außer er möchte es werbewirksam machen. Übrigens 0,2% niedermolekulare Hyaluronsäure, das Maximum. Mehr darf nicht sein. Ja. Jetzt hat die mir auch noch erklärt, also gerade die Apothekerin, dass in dieser Hyaluronsäure, die von außen zugeführt wird, auch noch Kunststoffe mit rein verarbeitet werden. Mikroplastik. Ja. Von außen injiziert oder von außen aufgetragen? Injiziert. Ah. Also da wird so ein Netz gespannt aus Kunststoff mit dieser Hyaluronsäure, weil ich gesagt habe, na, Hyaluronsäure hört sich ja mal gesünder an. Ja, man geht ja immer mit diesem. Und dann sagt sie, nee, also sie tendenziell, sagt sie, wird sie da das nicht nehmen, weil das chemischer ist. Ja, also jetzt mal abgesehen davon, dass ein zu viel an Hyaluronsäure ja wieder abgebaut werden muss und erst wieder aufhört, wenn der Mangel da ist, ist ja für die, die ich injiziere, auch nicht anders. Und da muss ein Überschuss sein, weil wenn es, ich weiß, es soll ja irgendwie 3 bis 6 Monate auf plustern. Ja. Ja. dann muss da natürlich irgendwas noch sein, weil was diese Struktur hält und diesen schnellen Abbau verhindert. Also würde es durchaus Sinn machen. Und Mikroplastik in allen möglichen Formen, von flüssig, verhärtet und allem, also wachsartig, ist Usus in der Kosmetik, ja. Was auch total cool ist, die haben eine Studie gemacht mit Frauen, die haben Hyaluronsäure gespritzt bekommen und die Kontrollstudie, die Frauen, die haben nur Natriumchloridlösung gespritzt bekommen und beide dachten aber, sie werden jetzt jünger und schöner und faltenfreier und die Kontrollgruppe, die kein Hyaluron bekommen hat, hat die gleiche Verbesserung
in Bezug auf die Falten gehabt. Das sieht man mal wieder die Psyche, wie die auch, sieht man ja auch, wenn es jemand nicht gut geht, dann hat er wirklich mehr Falten oder mehr Zorn, Zornesfalten oder Traurigkeit. Wir brauchen nur mal verliebt zu sein, dann sehen wir schlagartig 10 Jahre jünger aus. Ja, genau. Ja. Ah, wenn die Endorphine und die ganzen hübschen Hormone sich abbauen, dann sieht man wieder älter aus. Aber nichtsdestotrotz, Wohlbefinden hilft uns. Also es gibt ja da schon genügend alte Studien, man weiß, wenn ich nur lange, ich glaube eine Minute muss ich lächeln, aktiviere einen Muskel, der meinem Hirn signalisiert, mir heute geht's gut. Gut drauf, und ich schütte positive Hormone aus, Glückshormone. Und und so ist es. Also das ist wirklich so. Und umgekehrt, ich kann das ja über bestimmte Mechanismen, aber, das haben wir auch schon gesagt, wenn ich mich in meiner Haut wohlfühle, und nun mal ist es ja unser größtes Organ. Mhm. Es ist, ich sage gern, unsere Visitenkarte, weil das ist das, was man zuerst sieht. Und wenn ich mich, wenn ich wirklich nett anzufassen bin, wenn ich so hübsch, wie es mir möglich ist, wenn meine Haut strahlt, denn eine gut genährte Haut generiert einen Glow. Ja? Mhm. Wenn sie überlastet ist, dann ist sie fahl, müde. Ja. Sie hat niemals den Farbton, den sie haben könnte. Oft sehen die Leute sehr blass aus. Sieht man bei Rauchern auch, dass die so ein bisschen so... Ja, die sehen schon fast... Ja, die haben den... Ja, die sehen schon fast grau aus. Genau. Ne? Ja. Hat ja auch sehr viel mit der Sauerstoffzufuhr in den zu tun. Also in den verengt ja die Blutkapillaren und so. Machen andere Stoffe auch. Also, aber umso wichtiger. Also, wenn man ein Laster hat, und ich würde behaupten, fast jeder hat eins. Und wenn man nun mal eins hat und es für einen aus irgendeinem Grund da jetzt nun mal wichtig ist, dann umso wichtiger, um gut gegenzusteuern. Mhm. Ja? Also dann, dann wenigstens die Haut super toll ernähren, dann können auch Raucherschäden sich absolut positiv entwickeln. Okay, ja, sehr interessant alles, gell? Bei dem Thema Poren, das finde ich noch, wie entstehen denn Poren? Warum werden manche, bei manchen Frauen die Poren größer? Ja, also zum Beispiel, wenn ich erdölhaltige, silikonhaltige, glycerinhaltige, und Glycerin ist auch in Natur- und Biokosmetik zu 99% vertreten, dann heißt es pflanzlich, total egal, Molekülstruktur ist gleich. Lagert auf der Haut auf, alle diese drei Stoffe, noch ein paar mehr, also da gibt es noch Caprylic-Triglyceride und noch ein paar mehr, die lagern auf und dann ist die Haut erstmal wie dicht. Sie produziert aber Talg und sie kann, das kann nicht abfließen. Das heißt, es staut sich, es erweitert sich. Diese Stoffe dringen auch ein Stück weit in die Poren auf, die schon erweitert sind. Das heißt, wenn wir nach und nach die Haut von diesen Stoffen fernhalten, werden wir zwingend eine nachhaltige Reduzierung der Poren sehen. Sie wird auf jeden Fall feinporiger werden. Und das ist etwas, was wir standardmäßig beobachten. Muss ja auch, ne? Weil wenn das alles abfließen darf, wenn es nicht mehr verhindert wird, wenn sich nichts mehr reinsetzen kann, weil die Nahrung tatsächlich verstoffwechselt wird und nicht oben aufliegt, dann darf es und wird es auch besser werden. Ja? Wir beobachten zum Beispiel, dass Aknenarben sich wieder zurückbilden. Oh, das ist natürlich super, gell? Das ist ein totaler Mehrwert, ja. Und da sehen wir auch, wenn ich habe irgendwann verstanden, dass das ja nach Zellgedächtnis bildet die Akne, die Narbe sich ja 20 Jahre lang immer wieder neu aus, wie wenn sie gestern frisch entstanden wäre. Und ich, wenn ich sie in der Pubertät erworben habe, mag ich sie noch als 50-jährige Frau oder Mann haben. Und wenn ich konsequent pflege und auf schädliche Tenside verzichte, wenn ich verstehe, dass die Haut ein Ganzes ist, die quasi kein Anfang, kein Ende hat, die über die Lippen meine Mundschleimhaut ausbildet, die sich da auf meine Schleimhäute, Bronchien und so weiter, Darm, das ist auch Darmhaut, Darmschleimhaut, wenn ich verstehe, dass es ein großes Ganzes ist, und das eben mit diesem Respekt behandle und den Sachen gebe, die es braucht, weil wenn ich schon Geld ausgebe dafür, dann sollte ich auch dafür einen Mehrwert haben und keinen Nachteil, dann löscht sich mit der Zeit auch dieses negative Zellgedächtnis und es entsteht ein neues, ein gesundes. Es ist ja auch die Haut, der Knochen, auch ein Knochen ist fähig, sich wieder zusammenzufügen, zusammenzubauen, wenn er gebrochen wurde. Also wir sind absolut fähig, Reparaturleistungen zu leisten. Was ich auch erkannt habe, dass in den letzten Jahren immer wieder Lichtschutzfaktoren standardmäßig in Frauenkosmetik reingemacht wird. Was sagst du dazu? Alles schlecht, weil
A ist es so, das eine ist ein Funktionalprodukt, das andere ist ein Nährstoffprodukt, wenn es denn eines ist. Und wenn es eines ist, dann brauche ich die volle Bandbreite. Also üblicherweise ist eine Creme ist dann ca. 50% Wasser, und Wasser ist wichtig, es ist kein Füllstoff, es ist ein Trägerstoff. Das hilft, wenn sich dann Öle müssen sich mit dem Wasser, mit natürlichen Emulgatoren werden verbunden, die Nährstoffe sind da drin, und dann wird das Ganze in die Haut eingeschleust und wird da verstoffwechselt. Wenn ich dann aber jetzt einen Lichtschutzfilter hineinbringen möchte, brauche ich ca. 30% des Volumens des Inhalts, ja, 20-30%, damit ich einen wirksamen Lichtschutzfilter drin habe, je nachdem, welchen ich auch einsetzen möchte. Okay. Das heißt, es stiehlt mir mein Volumen an Nährstoffen, die ich haben könnte. Und es ist zweitens ein Funktionalprodukt, ja. Und ich finde, die Haut sollte immer als allererstes genährt werden. Und danach sollten Funktionalprodukte wie eben Lichtschutz oder dekorative Kosmetik, auch das ist ein Funktionalprodukt. Das dient ja entweder der gleichmäßig, dass meine Hautbild gleichmäßig ist, dass es vielleicht ein bisschen frischer noch daherkommt, wenn ich jetzt sehr lange Winter war und ich ein bisschen frischer aussehen möchte. Und. Also man sollte diese Dinge nicht vermischen. Jedes hat seine Bewandtnis. Ja. Ne? Bei den teuren Cremes wird ja immer suggeriert, dass die besonders toll sind. Ja? Aber man hört es ja jetzt auch, dass gerade auch in solchen Tests dann auf einmal rauskommt, dass die super teuren Cremes wirklich noch mehr Schadstoffe haben. Ich kann nicht sagen, ob mehr. Also ich habe natürlich schon sehr viele Inkis gelesen, also die Inhaltsstoffangaben, die auf eine Creme nun mal sein sollen. Übrigens interessant, im Onlinehandel muss man das nicht. Man muss nicht. Und dabei ist das der Handel der Zukunft, ne? Wie man ja weiß. Aber auf dem Produkt müssen sie. Ne? Und Moment, jetzt, was war nochmal die Frage? Mit den Inhaltsstoffen, die teuer sind. Ah, genau. Genau. So ist es, ja. Und das kann ich jetzt, also ich kann sagen, teuer oder billig macht keinen Unterschied, wenn man nicht wirkliche Nährstoffe einsetzt. Und tatsächlich, wenn man so hochpreisige, nicht hochwertige, aber hochpreisige Kosmetik anschaut, die alles von 50 bis auch 500 Euro eine Creme kosten kann. Viele sind ja mit 200 Euro betitelt und eine 3-Euro Creme dagegen hält. Und die mal umdreht, wird man sehen, ganz oft, also bei der allergroßen Mehrheit, 99% dieser Cremes, also Marken von Marketing, Markencremes und eben No-Name-Cremes, werden dann erdölhaltig sein, glycerinhaltiger sein, silikonhaltig sein, aber damit man das ja nicht versteht, werden da viele Namen zum Einsatz kommen. Manchmal findet man in eine Creme, ich habe eine hochpreisige Creme letztens in der Hand gehabt, da waren 3 Arten von Erdöl drin, weil R heißen die unterschiedlich, je nachdem, was sie für eine Konsistenz haben, aber sie haben halt eben auch viele Namen von Paraffinum, Liquidum, Vaseline, Cera Microcristallina und so weiter. Und dann kann man das sehen, das sind die Füllstoffe mit Suggestiveffekt, ja, fühlt sich erstmal, ja, ja, ne? Genau, erst so, mal, oh, riechen Sie mal und schauen Sie mal und dann denkst du, okay, ja. Und nachher läuft über Jahre hinweg, dann hast du irgendwann deine dicken Poren, Hängelider, ja. Falten. Ja, also wir können Altern nicht komplett aufhalten. Aber ich sage, wie gesagt, wenn ich Prozesse rückgängig machen kann, kann ich ganz klar sagen, wir altern zu früh, wir ergrauen zu früh, wir verlieren Haare zu früh. Mhm. Einfach deswegen, weil wir toxisch belastet sind und weil wir unterernährt sind, ja, weil die Haut hungert. Und es ist wirklich, die Maxime ist, Freiheit von Toxinen, Fülle an Nährstoffen und dann freut sich die Haut. Super, schönes Schlusswort. Helena, wenn die Zuschauer sich informieren möchten über dein ganzes Wissen und deine Produkte, wo können die sich informieren? Also sie können sich auf unserer Webseite informieren, www.relight-delight.de und sie können, da gibt es auch ein Beratungsvideo zum Beispiel, das können sie sich anschauen, um einen ersten Eindruck zu bekommen. Das ist 1,5 Stunden, aber man lernt da ganz viel. Man kann in eine Beratungsanfrage buchen und auch wenn Kunden zum Beispiel bei uns was bestellen, sind wir bestrebt, sie zu beraten, immer nach Kapazität unserer Hautcoaches, Haut- und Haarcoaches, ja. Super. Vielen Dank, schön, dass du da warst. Und ich bis danke bald. Auch. Ja, ja, danke. Bis bald. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten für sich ein paar wertvolle Tipps hier rausziehen. War mal wieder sehr spannend mit Helena. Ich freue mich. Bis bald. Tschüss.